Servus, hier sind wir wieder. Servus. Also heute Tag 2 in Finchgau. Wir sind heute wesentlich fitter als gestern. Ich hoffe, das merkt man jetzt auch an dem Video. Ja. Wir sind heute auch schon einiges gefahren, zwei Super Trails in der Single Trail Skala S2. Also recht anspruchsvoll, aber trotzdem noch flowig zu fahren, wenn man eine gute Fahrtechnik hat. Ihr seht es dann in unserem Video das Ganze. Genau. Ab und zu wird schon mal ein bisschen gefährlich. Und im Hinterher, wenn man dann mal zurück nach oben schaut, denkt man Ja. sich ja auch, boah, was fährt man da eigentlich so, gell? Von Seht oben. ihr dann auch mal das Ganze von unten auf dem Rückblick stellenweise eingeblendet? Einfach, dass man mal so einen Überblick sich verschafft, wie das Ganze eigentlich von unten aussieht. Ganz anders als in Bike-Position. Genau, weil es von oben schaut, es meistens nicht so steil aus wie von unten, weil man halt immer nach unten schaut. Und wenn man dann unten mal steht und dann so einen Kopf wirklich nach oben neigen muss, dass man sieht, was man da gefahren ist, dann ist das schon ziemlich krass, wenn man da sich das mal anschaut. Genau. Also begonnen hat der Tag, in dem wir erstmal 800 Höhenmeter raufgetreten sind in unseren Drahteseln. Ja, Das war nicht das so war geil, ziemlich ja. anstrengend bei 40 Grad oder wie viel wir hier haben. Ständig in der prallen Sonne auch noch. Also das war echt, ja, oben erstmal pausen- und trinkbedürftig. Genau. Und dann ging es aber in einen wunderschönen Trail, den ihr auch gleich jetzt seht, der sogenannte 13er Trail. Und danach haben wir uns dann, als wir unten angekommen sind, eine Pizza gegessen, haben ganz gemütlich mit einem Jeep raufschatteln lassen und haben den Chili Trail, der einfach noch knackiger ist, uns dann auch noch gegönnt. Genau, es waren beide ziemlich geile Trails, anspruchsvoll, hat das Simon ja schon gesagt, und ja, angemessene Länge, nicht zu lang. Man kann natürlich auch Pausen machen, aber ja, es war Ja. schon ganz gut. Richtig, hat der Simon schon richtig angedeutet. Aber ihr seht es ja jetzt. Also ich wünsche euch einfach viel Spaß und sag schon mal bis morgen. Da gibt es sicherlich auch wieder ein kleines Video. Genau. Also bis bald. Ciao. Servus.